In 5 Minuten 100 Kilometer Reichweite laden, das ist eines der Gründe, warum Hyundai mit dem IONIQ 5 gerade für großes Aufsehen sorgt. Seit der Premiere letzten Dienstag gibt es einen extrem starken Ansturm an Interessenten. 236.000 Kundenanfragen meldet Hyundai in nur 4 Tagen nach der Premiere. Das ist die höchste Anzahl an europäischen Kundenanfragen aller Neuwageneinführungen der Marke Hyundai. Und das Interesse hat auch seine Gründe. Der IONIQ 5 spielt in derselben Größenordnung wie ein ID.4 zum Beispiel, also viel Platz, Komfort, familientauglich und hat eine Taycan-Technik an Bord. Damit findet zum ersten Mal die 800-Volt-Technik in der Mittelklasse seinen Platz sozusagen. Die Premiere ist ja nun ein paar Tage her und seither gibt es ein paar Neuigkeiten, Updates und sogar das erste Video- und Fotomaterial vom Hyundai in freier Wildbahn und das möchte ich euch heute alles zeigen. Herzlich willkommen beim InstaDriver. Ja, das Besondere am IONIQ 5 sind auf jeden Fall sein kantiges Aussehen mit dem Pixel-Design in den Leuchten und vor allem das 800-Volt-System. Bleiben wir mal ganz kurz beim Design. Ist das nicht spannend, wie sich die Hersteller nun um das beste Elektroauto konkurrieren? Jede Woche schon, fast schon hört man von einem neuen, tollen Elektroauto, welches bald zu uns kommt und der IONIQ 5 ist mit Sicherheit eines davon. Das Spannende: Hyundai macht optisch vieles anders als andere Hersteller. Anstatt auf schöne Rundungen zu setzen, besticht der IONIQ mit scharfen, eckigen Kanten und pixeligem Design, also pixeligen Designelementen in den Leuchten. Er erinnert ein wenig an Minecraft und das Spiel ist ja wahnsinnig erfolgreich. Kein Wunder also, dass uns das Design des IONIQ anspricht. Und zwar jung und alt. Ja, und Hyundai hat uns eine große Freude gemacht, indem sie das Auto sehr nahe an der Studie gehalten haben. Ja, und also wir lieben das ja, wenn das Auto, das in die Serie kommt, so nah wie möglich an der Studie ist. Deswegen interessieren wir uns ja für Studien. Also, liebe Hersteller, danke, wenn ihr so nah wie möglich an der Studie bleibt. Aber nicht nur das Aussehen begeistert an dem Auto, sondern vor allem seine Technik. Durch den Projektpartner Rimac, der ja die Hypercars unter den Elektroautos produziert, ist wie beim Porsche Taycan eine deutlich höhere Ladeleistung dank des 800-Volt-Systems möglich. Der IONIQ 5 soll eine maximale Ladeleistung von bis zu 220 kW jetzt vorerst mal bekommen, vielleicht irgendwann auch mal höher, wodurch der Akku dann jetzt schon in 18 Minuten von 10% auf 80% geladen sein soll. Oder anders betrachtet, in 5 Minuten kann der IONIQ 5 100 Kilometer Reichweite laden. Und Hyundai setzt auch nicht auf die übliche Lithium-Ionen-Zelle in der Batterie, sondern verbaut eine Lithium-Polymer-Batterie. Im Gegensatz zu den Lithium-Ionen-Akku ist der Elektrolyt hier nicht flüssig, sondern auf Polymerbasis und dann je nach Auslegung ist dieser fest bis gelartig. Hyundai gibt auch Ausblick, dass die Zellen auch etwas flacher werden können und nicht zwingend ein festes Gehäuse benötigen. So könnte man die Energiedichte auch noch weitaus erhöhen und so viel mehr Kilowattstunden in die Batterie reinpacken. Und es geht noch weiter. Der IONIQ 5 kommt mit einer bidirektionalen Ladefähigkeit. Das bedeutet, wir haben es eigentlich mit einer riesigen Powerbank im Autoboden zu tun. Der Fachbegriff dafür lautet Vehicle to Load, also V2L. Das Spannende, es befinden sich eine gewöhnliche 240 Volt Steckdose im Inneren des Fahrzeugs und mit diesem Adapter auch außen am Fahrzeug. Damit kann man beispielsweise den Laptop auf der Rückbank laden oder den Elektrogrill, den Kühlschrank, die Soundanlage und den Fernseher draußen. Die Campingmöglichkeiten mit dem IONIQ 5, die könnten also richtig Spaß machen und ein tolles Abenteuer werden. Dazu kann man dann auch die Sitze in Liegeposition bringen, was natürlich den Schlafkomfort erhöht, außer man schläft natürlich im Sommer draußen im Zelt. Elektroautos bieten diesbezüglich tolle neue Möglichkeiten. Ich habe das mal mit einem Tesla Model 3 ausprobiert. Ich nenne es das 1-Million-Sterne-Hotel. Schlafen im Tesla bei tiefsten Temperaturen am Berg mit Schnee. Ich verlinke euch das Video hier oben. Ich hatte gemütliche 21 Grad im Auto und hatte viel weniger Strom verbraucht, als ich mir eigentlich dachte. Also schaut mal rein. Ich hatte zwar Netflix im Tesla, aber Steckdosen gibt es hier noch keine. Also IONIQ 5, ich bin gespannt. Es gibt zu den Ladedaten auch schon einen realen Referenzwert, denn der YouTuber Generation E hat den IONIQ 5 im Ladepark Lutherberg an der A7 Kassel-Göttingen in Niedersachsen erwischt. In nur 16 Minuten hat der IONIQ 5 41,7 Kilowattstunden an Strom getankt, also im Schnitt 160 kW.
Laut den Verbrauchsangaben des Herstellers von 17,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer würde der Ioniq mit diesen 16 Minuten am Schnelllader somit 235 Kilometer an Reichweite schaffen. Ja, dass der Ioniq 5 also wirklich für jedermann ist, das zeigen auch die technischen Daten. Es gibt die Auswahl zwischen Heck- und Allradantrieb, 58 oder 72 Kilowattstunden Akkukapazität, 170 bis 305 PS mit dann 605 Newtonmeter Drehmoment, wodurch eine saftige Beschleunigung geboten wird. Das Auto kann sogar einen Anhänger ziehen und zwar bis zu 1,6 Tonnen. Der Radstand des Ioniq 5 beträgt exakt 3 Meter und die Außenlänge 4,64 Meter. Und das bedeutet, wir haben es mit sehr, sehr kleinen Überhängen zu tun, sowohl vorne als auch hinten. Das ergibt nicht nur mehr Platz im Inneren des Autos und im Kofferraum, nicht nur die Möglichkeit eines Frunks, also Kofferraum vorne und hinten, sondern auch fahrdynamische Vorteile. Durch den langen Radstand wird das Auto zum Beispiel bei hohen Geschwindigkeiten sehr laufruhig und komfortabel und durch die kleinen Überhänge und den tiefliegenden Schwerpunkt müsste das Auto sehr, sehr gute Handling-Qualitäten beweisen, aber das werde ich beim Insta-Driver-Test natürlich ausprobieren und werde euch hier diesbezüglich informieren. Ja, diesen langen Radstand bekommt das Auto durch die neue Elektroplattform eGMP, also Electric Global Modular Plattform. Auf dieser Plattform kommen dann alle zukünftigen rein elektrischen Modelle von Ioniq, also der Submarke von Hyundai. Die Passagiere auf der Rückbank, die werden das auf jeden Fall durch viel Platz im Ioniq 5 merken. Einen klassischen Mitteltunnel gibt es durch die Plattform auch nicht mehr, wodurch ein hinten mittig sitzender Fahrgast deutlich mehr Platz für seine Beine bekommt. Aber auch vorne wird das Raumgefühl vergrößert und durch die verschiebbare Mittelkonsole ergeben sich in einem Auto natürlich völlig neue Raummöglichkeiten. Machen wir mal einen Blick auf unsere Pipeline-Grafik von unserer Statistik-Sendung. Hier seht ihr immer alle unsere Hersteller und die neuesten Autos bis 2023. Und wenn wir auf Ioniq gehen, dann sehen wir nach dem Ioniq 5 kommt auch noch die Limousine Ioniq 6 und das SUV Ioniq 7. Beide natürlich auf der eGMP-Plattform basierend. In unserer Sendung gibt es übrigens jetzt dann, also unsere Statistik-Sendung gibt es übrigens jetzt jeden Freitagabend statt Samstag früh. Und da zeigen wir euch immer die aktuellen Lieferzeiten, Elektroauto-Neuheiten aller Marken mit dieser Pipeline-Grafik. Und ja, alle dazugekommenen neuen Gratis-Ladestationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Zulassungszahlen und Empfehlungen des besten Ladetarifs und was sich Monat für Monat bei den Tarifen ändert. Am Ende des Videos verlinke ich euch die letzte Sendung und ich kann es euch jetzt auch hier verlinken, hier oben, die Vivienne, die euch den besten Ladetarif im März präsentiert. Gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten für Elektroautos? Was ist, wenn ich zu Hause nicht laden kann? Und werden die Lademöglichkeiten denn reichen, wenn sich jetzt alle ein Elektroauto kaufen würden? Hier in der Sendung machen wir den Vergleich. Ja, wenn ihr jetzt noch mehr Details zum Ioniq sehen möchtet, dann bleibt dran. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das Video liked und kommentiert, was euch am Ioniq 5 besonders gefällt oder was euch begeistert oder vielleicht auch gar nicht gefällt. Schreibt es unten drunter. Ich freue mich. Abonniert auch den Kanal, falls ihr noch nicht habt. So, jetzt geht's weiter. Der Ioniq 5, der bietet eigentlich schon alles, was das Elektroauto-Liebhaberherz begehrt. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass es auch optional ein Solardach gibt. Und das ist wirklich klasse. Hyundai sagt, 2000 Kilometer können so pro Jahr von der Sonne geladen werden. Und das wären dann 5,5 Kilometer pro Tag im Durchschnitt. Es gibt auch ein Panoramaglasdach zur Auswahl und ein klassisches Metalldach. Alright, machen wir mal einen Blick auf die Assistenzsysteme, welche im Ioniq 5 kommen werden. Es ist das erste Fahrzeug von Hyundai, das mit der nächsten Stufe von Smart Sense ausgestattet ist. Highlight stellt dabei der Autobahnassistent 2 dar. Mit Hilfe von Frontkamera und Radarsensoren sowie Navigationsdaten regelt dieser die Geschwindigkeit und den Abstand des Fahrzeuges und hält es in der Fahrspurmitte. Das System unterstützt auch beim Spurwechseln und weitere teilautonome Assistenzfunktionen sind der Geschwindigkeitslimit-Assistent, der die Fahrzeuggeschwindigkeit an das Tempolimit anpasst und der Fernlichtassistent. Weitere Helferlein wie Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent inklusive Fußgänger- und Radfahrererkennung, Wegfahrhinweis an der grünen Ampel oder toter Winkelassistent sind ebenfalls an Bord. Der tote Winkelassistent nutzt eine Kamera, um den Fahrer Ansichten links und rechts vom Fahrzeug auf dem Display des Kombi-Instruments anzuzeigen, wenn der Fahrer den Blinker setzt. Abgerundet wird das breite Angebot von einer 360-Grad-Kamera und
und einem Einparkassistenten, mit dem der Fahrer von außerhalb des Fahrzeugs ferngesteuert in eine Parklücke ein- und ausparken kann. Dies funktioniert sowohl für paralleles als auch für senkrechtes Einparken und kann über eine Taste am Schlüssel des Fahrzeugs aktiviert werden. Bei den Außenspiegeln setzt Hyundai auf eine Technik, die bereits aus dem Audi e-tron oder dem Honda e bekannt ist. So wird beim IONIQ 5 auf digitale Außenspiegel gesetzt, welche über Kameras ein Bild auf Displays im Innenraum projizieren. Dadurch kann die Stirnfläche der Spiegel verringert werden und damit der Luftwiderstand des ganzen Fahrzeugs verringert werden, was zu einem besseren CW-Wert führt und zu einem geringeren Verbrauch. Anders als beim elektrischen Kleinwagen vom Honda zum Beispiel, dürften die digitalen Spiegel jedoch nicht serienmäßig sein, sondern mit einem Aufpreis verbunden sein. Und bei den ersten gesichteten IONIQ 5 waren bisher immer noch die herkömmlichen Spiegel dran. Auch interessant sind die ausfahrbaren Türgriffe mit Näherungssensoren. Das sieht optisch cool aus und ist ebenfalls positiv für die Aerodynamik des Autos. Alright, machen wir mal einen Blick auf die Farben, in die der IONIQ 5 kommen wird. Insgesamt wird Hyundai 9 Lackierungen für den IONIQ 5 anbieten. So gibt es ihn in matten Lack, in Gold und Grau, sowie Lackierungen in Blaugrün, Oliv, Blau und Schwarz. Weitere verfügbaren Außenfarben sind Weiß sowie zwei graue Metallic-Lackierungen. Also auf die matten Lackierungen bin ich am allermeisten gespannt. Finde ich ja ganz besonders gut, dass Hyundai hier ein wenig mal sieht, was die Leute gerne haben. Und ich denke, die Koreaner, die wissen, auf was es ankommt. Gerade die haben eine sehr große Tuning-Szene und die matten Lackierungen sind gerade bei der Jugend oder auch in der Tuning-Szene ganz besonders interessant. Und ich bin gespannt, wie viele Leute hier bei uns in Europa diese matten Lackierungen nehmen werden. Ich denke, zu diesem kantigen Design, ja, passt es richtig gut. Und ja, Gold und Grau kann auch richtig spannend matt sein, sagen wir mal so. Okay, machen wir mal einen Blick ins Interieur. Im Innenraum des neuen IONIQ 5 geht es mit einem modernen und nachhaltigen Design weiter. Zwei großzügige Displays sind im Sichtbereich des Fahrers. Auf einem 12,25 Zoll großen Display hinter dem Lenkrad werden fahrrelevante Daten, wie zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit, angezeigt. Zusätzlich werden diese Daten aber auch über ein Head-Up-Display in einer Größe von 44 Zoll auf der Straße vor dem IONIQ 5 projiziert. Auf einem weiteren ebenso 12,25 Zoll großen Display werden die Daten des Navigationssystems, Musikmedien oder auch Daten zum Batteriestatus und der Reichweite dargestellt. Hat man zum Beispiel das optionale Solardach hinzubestellt, so lassen sich auf dem mittigen Screen auch Daten dazu ablesen. Und das ist natürlich besonders fein. Also ich glaube, also ich bin so ein Typ, wenn es irgendwelche Daten zum Ablesen gibt, Statistiken, dann schaue ich mir das wahrscheinlich bei jedem Ein- und Aussteigen an vom Fahrzeug. Also das könnte durchaus spannend werden. Ja, unterhalb dieser Displays finden sich nur wenig physische Bedienelemente, zum Beispiel für die Klimaanlage. Und hier hat Hyundai eindeutig verstanden, an welcher Stelle klassische Druck- und Drehknöpfe auch weiterhin vorteilhaft sind und die wir auch weiterhin wollen. Ja, zwischen dem Fahrer und dem Beifahrer befinden sich eine großzügige Mittelkonsole mit einer Vielzahl an Verstaumöglichkeiten. Für ein Maximum an Komfort sorgt auch die Fähigkeit, die Mittelkonsole um 14 cm nach vorne und nach hinten zu verschieben. Ja, und nicht nur dieses Element kann man in diesem Auto verschieben. Als besonderes Special ist die zweite Reihe des IONIQ 5 um 13,5 cm in Längsrichtung verschiebbar, wodurch entweder ein Maximum an Beinfreiheit geboten wird oder das Kofferraumvolumen deutlich erweitert werden kann. Im Kofferraum finden 531 Liter Platz. Zusätzlich können noch Gegenstände im Frontkofferraum, dem Frunk, untergebracht werden. Dessen Volumen liegt bei 25 Liter in der Allradversion und 57 Liter beim Heckantrieb. Hyundai lässt einfach nichts aus, kann man sagen. Was sagt ihr zum Innenraum? Mir ist es ein wenig zu, ja, sagen wir, zu wenig Cockpit-Gefühl scheint es mir zu sein. Ich bin dann gespannt, wie es in echt wirken wird. Ich mag das, wenn es eine hohe Mittelkonsole gibt und man wirklich so von einer Armatur und dieser hohen Mittelkonsole umgeben ist, dass man wie in einem Cockpit drinnen sitzt. Das, glaube ich, wird es im IONIQ 5 nicht sein, aber ich bin schon gespannt. Schreibt unten drunter, was ihr im IONIQ 5 besonders gut findet oder eben weniger gut. Ja, danke auch an die YouTuber aus Korea, von denen wir auch das Videomaterial gezeigt haben. Verpasst unserem Video jetzt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht habt. Ich bin der Matthias, als Insta-Driver für euch unterwegs und hier gibt es gemeinsam mit VVN
jede Woche spannende Videos und Elektroautotests, als auch unsere neue Sendung Statistics, wo es natürlich jede Menge tolle Grafiken gibt, unsere Pipeline-Grafik, wo die neuen Elektroautos vorgestellt werden, alle gratis Ladestationen im Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz und immer alle aktuellen Änderungen und eine Empfehlung von uns, welcher der beste derzeitige Ladetarif ist. Ja, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, ich freue mich auf ein Like auf dem Video. Schaut mal auch in unseren Konfigurator. Da gibt es bald den IONIQ 5. In Österreich ist ja schon die First Edition zu haben. In Deutschland werden wir bald die Standardversion hier nachreichen. Also schaut mal in unseren Konfigurator und macht euch unser All-Inclusive Easing-Angebot. Ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!